Es gibt eine Architektur, die sich in ihren gestalterischen und konzeptionellen Zielsetzungen als eine Architektur des 21. Jahrhunderts versteht. Eine Architektur, die den Anspruch besitzt, eine Haltung zu formulieren, die der Gegenwart wie der Zukunft gleichermaßen entspricht. Eine Architektur, die ihre Gestalt entwickelt auf der Basis integraler Planungs- und Organisationsprozesse und unter Berücksichtigung aktueller und kommender Formen des menschlichen Lebens. Diese Architektur hat ein radikal anderes, positives Verhältnis zur natürlichen Umwelt, zu ihren Nutzern und zu der ihr einverleibten Technologie. Das Modul Gebäude als Gesamtsystem beinhaltet die technisch-konstruktiven Aspekte zu dieser Architektur und dieses Lightcast das zugehörige didaktische Konzept. Technisch-naturwissenschaftliche Themen können im Architekturstudium als trockene Pflicht wirken, während den gestalterisch-philosophischen Fächern das Etikett der kreativen Kür zugeordnet wird. Die Herausforderung besteht darin, technische Themen wie Tragwerk, Bauphysik, Gebäudetechnik oder Materialtechnologie einem didaktisch klugen und spannenden Konzept unterzuordnen. Traditionell wird ein solches Modul in einzelne Kurse mit zugeteilten ECTS-Punkten zerstückelt. Jeder Kurs konzentriert sich dabei auf seine themenspezifisch ausgewählten Objekte. Diese traditionelle Sichtweise bringt bei den zahlreichen Teilpensen organisatorische Vorteile. Dagegen spricht jedoch die aus der Praxis geforderte Fähigkeit des gesamtheitlichen Denkens und Arbeitens. Denn der gesamtheitliche Lösungsansatz zu einer Bauaufgabe umfasst weit mehr als die Lösung einzelner fachspezifischer Themen unter sich und kann nur interdisziplinär erreicht werden. Unter dem Modultitel «Bauen als Gesamtsystem» wird das Artefakt Haus dem Auto gleichgestellt, welches aus einzelnen, optimal aufeinander abgestimmten Komponenten zusammengebaut wird. Rahmen, die Gebäudestatik, Motor, die Gebäudetechnik und Karosserie als Gebäudehülle werden fachbezogen und vertieft an Vorlesungen, Seminarien und Übungen behandelt, aber immer als Teil des Ganzen gesehen. Die Innovation besteht darin, ein Modul nicht in einzelne autonome und fachspezifische Kurse zu zerlegen, sondern gesamtheitlich und interdisziplinär durchzuführen. Dabei kommt das didaktisch bewährte Modell des Case Study zur Anwendung. Die Studierenden erleben die einzelnen technischen Disziplinen als Teil des Ganzen. Die Motivation, an allen Vorlesungen und Seminarien teilnehmen zu können, steigt wesentlich. In den zahlreichen Kurzübungen zu den Vorlesungen und Seminarien wird das Rollenspiel eingeführt. Die Studierenden übernehmen abwechslungsweise die Verantwortung zum technischen Entwurf, dann jene des Baustatikers, Bauphysikers oder Fassadenkonstrukteurs. Sie eignen sich dabei die Denkweise und das Handeln des Fachingenieurs an. Nach der Auseinandersetzung mit den einzelnen fachspezifischen Themen innerhalb des Fallbeispiels fügen Sie später die erarbeiteten Wissenskomponenten mittels Modularbeit zu einem Ganzen zusammen. Nachhaltigkeit wird als gesamtheitliches und nicht rein fachspezifisch zugeordnetes Thema verstanden. Analog der Praxis übernimmt der Modulleiter, also der Architekt, die Gesamtverantwortung, doziert, diskutiert, evaluiert und kritisiert zusammen mit den Studierenden und den Fachdozierenden. Das aus der Praxis geforderte interdisziplinäre Denken und Handeln wird bereits an der Schule geübt und gefördert. Die Motivation wird zusätzlich verstärkt mittels Kontakten zu den Planern der behandelten Case Studies. Dank dem erarbeiteten Wissen und der intensiven Auseinandersetzung mit dem Objekt bereits vor der Besichtigung entstehen später vor Ort zusammen mit den Urhebern spannende Diskussionen auf hohem Fachniveau. Die fachspezifische Diskussion mit den verantwortlichen Akteuren der Fallbeispiele verstärkt die Verknüpfung der Schule mit der Praxis. Die Studierenden profitieren dabei stark von dieser Vernetzung. Oft kommen in der intensiven Bearbeitung des Fallbeispiels Kontakte zustande, die zu einer Praktikumsstelle oder einer späteren festen Anstellung führen. Die regelmäßige Festlegung eines neuen Fallbeispiels trägt dazu bei, Lehrinhalte mit der Praxis abzugleichen.
In den Seminarien mit ihren Übungen wird zudem ein praxisnahes Beurteilungssystem eingeführt. Ungenügende Lösungen werden nicht akzeptiert, die Arbeiten werden mehrmals und so lange überarbeitet, bis die Qualität stimmt. Die Modularbeit Reduced to the Max umfasste die Aufgabe, ein Gebäude im urbanen Raum auf seine einzelnen Komponenten hin zu überprüfen. Mit dem Ziel, die bereits vorhandenen gestalterischen wie funktionalen Qualitäten zu behalten, mussten die Bauteile, in Klammer Komponenten, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt und sinnvoll zusammengesetzt werden. Der minimale Material- und Energieverbrauch für die ganze Lifecycle-Periode spielte dabei eine tragende Rolle. Entstanden sind detaillierte, in zwei Teams ausgearbeitete Konstruktionen, interdisziplinär begleitend von Fachdozierenden und Experten. Die Resultate wurden den Architekten des gebauten Objekts zur Verfügung gestellt. Während die Studierenden an den funktional-räumlichen Qualitäten des Entwurfs viele Erkenntnisse gewinnen konnten, profitierten die Architekten aus der Praxis wiederum von den konstruktiv-technischen Lösungsalternativen der Studierenden. Sie wollen die Kenntnisse daraus bei ihrem nächsten Objekt durchsetzen. Im Architekturstudium stellt die mündliche Projektkritik ein übliches Beurteilungsverfahren dar, bei Einzel- wie bei Gruppenarbeiten. Einzelkritiken im Plenum beinhalten zwar ein großes Lernpotenzial, beanspruchen jedoch viel Zeit und können für die Zuhörer auf die Dauer eintönig wirken. Als Alternative wird das Rollenspiel eingeführt. Aus der Praxis kennen wir den Architekturwettbewerb mit zugehöriger Jurierung. Dieses Element wird in den Unterricht adaptiert. Jeweils eine Gruppe aus 3 bis 4 Studierenden beurteilen mehrere Arbeiten auf der Basis vorgegebener Kriterien und entscheidet sich in der Diskussion für das beste Resultat. Im Plenum stellen sie ihr Evaluationsverfahren der Klasse dar und begründen ihre Auswahl. Studierende werden aktiv in ein transparentes Beurteilungsverfahren eingebunden. Der Dozent übernimmt dabei die Rolle des Moderators und sorgt für eine Diskussion auf hohem fachlichen Niveau und für Korrektheit. Studierende machen die Erfahrung, sich analog der Praxis einer öffentlichen Kritik auszusetzen. Reflexionsprozesse werden zudem dadurch gefördert, dass Studierende bei Kritiken aufgefordert werden, an ihren eigenen Projekten Schwachstellen und Stärken zu erkennen und zu definieren.